Mit den Jahren erkannte ich, dass der Drache nicht das scheußliche Untier war, zu dem ihn Daventry gemacht hatte. Er war nur ein eingesperrtes Tier, das Hunger hatte. Ich wäre auch wütend, wenn ich nur dann essen könnte, wenn mein Besitzer eine Glocke läutet. Ich wusste, dass es ein gemeiner Trick war, aber ich wollte bestimmt keinen Drachen auf die Stadt loslassen oder ihn weiter quälen. Das war echt schlau von dir, Opa. Ich hätte ihn auch reingelegt. Zu Hause nennen mich alle Gwendolin Schlaumeier. Dein Stammbaum weist viele große Denker auf und einen überaus schlauen Zahnarzt. So, ihr beide. Großvater braucht Schlaf. Und Gwendolin, du solltest längst im Bett sein. Gute Nacht, Opa. Bis morgen. Ich komme wieder. Ich brauche keinen Schlaf. Ich bin agil wie eh und je. Ich hätte aber nichts gegen etwas Zauberfrucht. Okay. Da ist anscheinend der ältere König Graham. Was ist los? Die Kapuze ist auch voll nötig. Hallo, Cousine. Gart. Schön, dass du endlich da bist. Er fragt schon seit Tagen nach dir. Eine Geschichte hat er mir 5-mal erzählt. Wir kamen so schnell wir konnten. Und ich mag Opas Geschichten. Besonders die mit den Drachen. Ach ja, die legendäre Bestie, die er mit ihrer Essensglocke reingelegt hat. Ich weiß nicht, ob er vergisst, dass ich die Geschichte kenne oder ob sie ihm egal ist. Aber er erzählt sie jedem, der zuhört. Sogar die Kindermädchen machen sich über seine Geschichten lustig. Hast du mitbekommen, was die Ärzte sagen? Ja, die Ärzte, Magier, Zauberelfen. Großvater geht's gut, Gwendolin. Sie sagen alle dasselbe. Er ist eben alt. Er hat noch ein paar gute Jahre vor sich. Schau, wir freuen uns, dass ihr hergekommen seid, aber es gibt rein gar keinen Grund zur Sorge. Du solltest jetzt schlafen. Ich wette, Großvater hat morgen ein paar haarsträubende Geschichten für dich parat. Ah, außerdem steht ja morgen das Turnier an. Ach ja, das Fechtturnier. Das wird toll. Ich bin natürlich der Favorit und ich sorge dafür, dass du den besten Platz hast, um meinen Sieg zu sehen. Der Hof wird voller wichtiger Leute sein und es gibt köstliche Hors d'oeuvre. Oh, ich mache selbst auch beim Turnier mit. Ich wusste gar nicht, dass es auch ein Kinderturnier gibt. Das ist ja toll. In dem Fall werde ich dir natürlich zujubeln und dabei ein paar von den Leckerbissen naschen. Nein, kein Kinderturnier. Ich trete morgen gegen dich an. Verstehe. Dann lässt du dir also nicht mehr nur Geschichten erzählen, sondern willst endlich selber welche schreiben. Gute Nacht, Gwendolin. Schlaf gut. Komm rein, Gwendolin. Die kannst du auf den Nachttisch stellen. Oma sagt, du sollst je 3 Löffel nehmen. Später. Es gibt keinen Grund, einen solchen Wirbel um mich zu machen. Reden wir zuerst über wichtigere Dinge. Zum Beispiel dieses Fechtturnier. Du machst da mit? Ich bin angemeldet, aber ich weiß nicht recht. Papalapap. Falls du wegen Gart Sorgen hast, nicht nötig. Eigentlich weiß ich überhaupt nur, dass du dabei bist, weil er sich beklagt hat. Er fühlt sich wohl bedroht. Es gibt viele Wege, im Duell zu siegen. Ich zum Beispiel setzte stets auf. Ein gutes Manöver, eine gute Geste, gütige Geste des Siegers, eine schlaue Ablenkung.
Eigentlich eine schlaue Ablenkung, oder? Ja. Eine erfinderische Betrachtungsweise, um dann mit einem Ablenkungsmanöver den Sieg zu erringen. Apropos, da gibt es eine Geschichte. Du kennst sie, glaub ich, noch nicht. Als ich ein junger Bursche war, bevor ich ein Ritter wurde, bevor ich nach Daventry kam, ja sogar bevor ich auf einen Drachen traf, da gab es ein Turnier, das mein Leben veränderte. Eine lange Geschichte, doch ich fasse mich kurz. Tja, Triumph, ich denke, hier können wir heute Nacht Rast machen. Ruhen wir uns aus. Morgen wird ein großer Tag. Also. Yeah. Super. Ach so. Kann man da lenken? Ja, ich kann lenken. Das heißt, wenn da ein Baum kommt, kann ich ausweichen. Da kann ich irgendwie nicht ausweichen. Wer hat sich dieses Spiel ausgedacht? So, ich kann ausweichen. Ja, ganz knapp. Ich hab's geschafft. Diesmal nicht. Nachdem ich die Klippe elegant überwunden hatte, erfreute mich der Anblick der Straße. Das erste Zeichen von Zivilisation. Okay. Wegweiser, wo geht's dahin? Opa, was ist mit Triumph? Keine Sorge, Triumph kann auf sich aufpassen. Wir haben schon schwere Zeiten erlebt, aber er ist immer zur Stelle, wenn ich ihn brauche. Alles klar. Ich nehme an, ich kann ja nicht hoch. So. Geh da mal lang, geh da mal lang, geh weiter lang. Wo geht's hier hin? Kann man da lang? Nein, kann ich nicht. Okay. Der hat einen winzigen Kopf. Alles klar. Hey, hier drüben. Ich hätte schwören können, dass die Parade der Ritter in Spe erst am nächsten Tag war. Triumph und ich hätten dort mitmarschieren sollen. Meine ersten Minuten in Daventry waren kein gelungener Start. Wie hast du sie eingeholt? Okay, da ist ein Horn, da können wir bestimmt reinblasen. Und? Dem seltsamen Horn fehlte wohl eine Art Mundstück. Dann kauft ihr eins auf eBay. Können wir da jetzt lang? Ja. Was war da gerade da hinten? Da war gerade was? Geh doch mal hin. So. Wo geht's hier hin? Hier sind abgerissene Bäume. Was ist? Eine seltsame Spur zog sich durch den Wald. Ich sehe die Spur. Ein Hase. Oh, ist weg. Was genau ist hier los? Oh. Oh, das ist so schön. Okay. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für dieses Mal von King's Quest. War eine kurze Aufnahmesession oder Folge. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich dieses Mal lange Folgen. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Dann verabschiede ich mich. Dann sehen wir uns wann anders wieder. Und bis dahin. Viel Spaß und adieu.